Nachdem wir im ersten Teil die Holzbalken grob bearbeitet haben, zeigen wir dir in diesem Video, wie wir die Balken für das neue Bett auf das richtige Maß schneiden und die benötigten Holzverbindungen schaffen. Das Wichtigste ist eine sorgfältige Planung, denn am Ende sollen in dem Bettgestell Standardlattenroste und Matratzen der Größe 90x200 Platz finden. Wir peilen daher die Innenmaße 181,5x201,5 cm an. So sollte trotz Verwindungen der Holzbalken ausreichend Platz für das Innenleben zur Verfügung stehen. Da wir die Balken an den Seiten etwas überstehen lassen, benötigen wir ein Kopfteil mit 2,70 m, ein Fußteil mit 2,40 m und zwei Seitenteile mit 2,30 m. Gesagt, getan. Wir zeichnen eine Länge von 2,40 m auf dem ersten Balken an, und zwar auf allen vier Seiten. So haben wir immer den geplanten Schnitt vor Augen und laufen weniger Gefahr, den Schnitt schief auszuführen. Das Ablängen führen wir dann mit der Kettensäge durch. Denn das Schneiden mit der Bügelsäge kostet nicht nur viel Kraft, sondern auch viel Zeit. Auf dieselbe Weise messen wir alle Balken entsprechend ein und schneiden sie auf das benötigte Maß. Einen nach dem anderen. Jetzt kommt der schwierigere Teil, denn nun müssen die Holzverbindungen geschaffen werden. Auch hier ist das Einmessen essentiell. Die Balken müssen nämlich nicht nur an der richtigen Position, sondern auch auf die richtige Tiefe eingeschnitten werden. Den Kopf- und Fußteil schneiden wir von oben ein, die Seitenteile von unten. Beim Kopfteil nehmen wir in etwa die Hälfte der Balkenstärke von rund 16 cm und messen 8 cm von oben nach unten. Beim Seitenteil messen wir dann wieder die 8 cm von oben nach unten, wobei wir den unteren Teil wegschneiden. So liegen die Balken am Ende plan aufeinander. Der Ausschnitt selbst ist dann weniger ein Problem. Wir schneiden den Balken mit der Handkreissäge mehrmals nebeneinander ein. Da die Kreissäge keine 8 cm Schnitttiefe erreicht, schneiden wir mit der Bügelsäge nach. Danach schlagen wir die Klötze mit dem Meißel aus. Stück für Stück wird die Aussparung größer. Eine Probe verrät, dass der Ausschnitt passt. Im selben Zug übertragen wir das Naturmaß des zweiten Ausschnittes auf den Seitenteil. Am Kopfende lassen wir den Balken aber nicht überstehen, damit das Bett ganz an die Wand geschoben werden kann. Die Höhe messen wir so ein, dass die 8 cm an der Oberseite überbleiben. Der Ausschnitt erfolgt auf die gleiche Weise. Wir schneiden zuerst mit der Kreissäge vor, arbeiten mit der Bügelsäge nach und stemmen den Ausschnitt frei. Um ein wenig Kraft zu sparen, kann der Ausschnitt auch mit der Stichsäge von beiden Seiten nachgeschnitten werden. Die Flächen der Ausschnitte schleifen wir am Ende plan. Nach ein paar weiteren Ausschnitten ist es dann geschafft und das Bett nimmt langsam Form an. Das sieht schon richtig gut aus, findest du nicht auch? Wie es weitergeht, siehst du im nächsten Teil. Hat dir das Video gefallen, freuen wir uns über einen Daumen hoch. Und nicht vergessen, DIY-Book abonnieren.